Ich höre gerade, ich bin drauf. Ich kann mich nur nicht sehen. Also herzlich willkommen zur Opening Bell. Mein Rückbildschirm funktioniert gerade nicht. Sei es drum. Mal schauen, wie sich die Amerikaner heute entwickeln. Es gibt gute Nachrichten. PIMCO hat sich zu Wort gemeldet. Das ist der größte einer der größten Rentenhändler weltweit. Der meint, vor Weihnachten könnte auf jeden Fall noch ein Phase-1-Deal zwischen den USA und China unterschrieben werden. Und das wären doch eigentlich tolle Nachrichten. Dazu kommen wir aber gleich später zu meiner Meinung zu diesen Aussagen. Aber erstmal kommen wir nach Frankfurt, weil ich gerne die Meinung von Frau Schimke hören würde, deren Bild ich jetzt aber auch gerade nicht sehe. Tja, mit unserer Technik ist das so eine Geschichte. Aber jetzt sehe ich sie schön im Bild und der DAX im Hintergrund ebenfalls gut gelaunt unterwegs. Auch schön im Bild. Ja, schön heute im Bild. Heute muss ich ihn nicht abdecken. Es sieht gut aus für den deutschen überhaupt nicht. Leitindex. Ja, absolut. Meine Meinung, wozu zum Thema Handelskonflikt möchtest du gern hören und dass einige hoffen, dass es jetzt doch schneller geht. Also ich habe gerade gestern mich mal wieder umgehört und da sagten einige, naja, vielleicht zieht man das Ganze auch einfach bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen hinaus oder aber das Amtsenthebungsverfahren, auch das ist ja am Laufen. Mal schauen, wie das so geht und dann wird man sich erst einig. Also bis nächste Präsidentschaftswahl, da hätten wir noch relativ lange was vom Thema Handelskonflikt. Ob die Stimmung so lange so gut bleibt, das bleibt abzuwarten. Aber was man auch eben schon wieder gelesen hat, dass es eine Bank gibt, die sagt, nächstes Jahr, also 2020, das könnte ein Murmeltierjahr werden. Also so nach dem Motto, täglich grüßt das Murmeltier. Aber viel bewegt sich letztlich nicht. Also da rechnet man beim DAX mit der 13.200-Punkte-Marke. Die haben wir ja aktuell übersprungen. Und übrigens, heute auch neue Jahreshöchststände. Höchster Stand seit Januar 2018. 13.374, das war das Jahreshoch. 13.330, da sind wir jetzt aktuell, bedeutet also ein Plus beim DAX von 1%. Wo kommt der Optimismus jetzt her? Naja, einige sagen, das Thema Jahresendrallye, das nimmt langsam aber sicher an Fahrt auf. Und es gibt einige Investoren, die, egal wo der DAX steht, jetzt langsam aber sicher in den Markt rein müssen. Die lockere Geldpolitik, die tut ihr Übriges, macht ab. Natürlich durchaus attraktiv und zumindest gibt es keine negativen Nachrichten zum Thema Handelskonflikt. Der Automobilsektor heute auch wieder gefragt, von daher gibt es von dieser Seite eben Schwung. Apropos Schwung, MTU 3,2% im Plus, man bricht aus der Sideways-Range aus, ist auf dem höchsten Stand seit 5 Wochen. Gut laufende Geschäfte vom Flugzeugbauer Airbus, die stützen eben auch den Triebwerksbauer MTU, denn die beliefern Airbus und somit ist man da optimistisch. Lufthansa, Volkswagen, Conti, jetzt sind wir wieder bei den Autobauern. Ganz vorne mit dabei, es gab heute ACEA PKW-Neuzulassung. Die haben im Oktober in der EU mächtig zugelegt, 8,7% im Vergleich zum Vorjahr und in Deutschland sogar um 12,7%. Und bester deutscher Autobauer war Volkswagen. Auf der Verliererseite fast gar nichts los. Wir hatten es heute zwischenzeitlich, dass alle 30 DAX-Werte im Grünen waren. Aktuell sehen wir RWE und die Deutsche Telekom einen Ticken schwächer. Naja. Das ist doch schon mal was. Dir einen schönen Dank nach Frankfurt für den Überblick. Und wir schauen jetzt mal in die USA. Ich habe gerade gesagt, PIMCO hat gesagt, vor Weihnachten könnte ein Deal, also Phase 1, abgeschlossen werden. So, jetzt muss ich mal sagen, also seit Wochen hoffen wir eigentlich darauf, dass es Mitte November soweit ist. Gut, dann wurde der Termin in Chile abgebrochen. Das war jetzt nicht ganz, oder abgesagt, das ist nicht ganz überraschend gekommen wegen der dortigen Unruhen. Und dann hat man gesagt, naja, wir müssen jetzt noch ein bisschen schauen, dass wir einen neuen Termin, einen neuen Ort irgendwo hinbekommen. Also ging man vielleicht so Ende November, Anfang Dezember. Wie jetzt PIMCO darauf kommt, dass es irgendwie erstrebenswert wäre, das Ganze noch bis Weihnachten rauszuziehen, erschließt sich mir nicht. Aber offensichtlich darf jeder gerade mal, oder offensichtlich ist es so, dass das Jahr nicht zu Ende sein kann, wenn nicht jeder sich mindestens einmal, besser 2 bis 5 Mal zu dem Thema geäußert hat. Das gilt ja für mich ebenfalls. Wobei ich am wenigsten Lust darauf habe, weil es mich nervt. Sei es drum, es geht ja momentan nach oben. Und ob das jetzt die Begründung dafür ist, dass wir dann alle jetzt doch mit irgendwas hoffen dürfen oder es sind doch andere Faktoren, sei erst mal dahingestellt. Also, die Märkte leicht nach oben, vielleicht spiegeln sie auch nur das wider, was wir gerade in Europa sehen. Die steigenden Kurse, heute Morgen hatte das ja schon seinen Anfang genommen. In Asien ist es ja ebenfalls gut gelaufen, wobei ich habe mir die Unruhen in Hongkong nochmal angeschaut. Also von der Beruhigung, wie ich es heute Morgen irgendwie angesprochen habe, kann man da beim besten Willen nicht sprechen. Und ich habe Ihnen ja heute Morgen schon gesagt, ich habe mich mit Experten zu dem Thema unterhalten, was Hongkong betrifft.
die Situation völlig offen, der Ausgang völlig offen, mögliche Eskalation. Und wenn das passiert, dann könnte es wirklich richtig bitter werden, auch was die wirtschaftlichen Folgen betrifft. So, kommen wir zu Netflix. Die haben ja auch wirtschaftliche Folgen, nämlich durch den Einstieg von Disney Plus. Das war auf jeden Fall die Angst der Anleger, die gesagt haben, puh, wenn Disney Plus gleich mit 10 Millionen startet und die wollen noch 90 Millionen, irgendwo wird man das ja dann mal bei Netflix sehen. Zumal ja, wir hatten ja die Q2-Zahlen, die sind richtig schlecht ausgefallen, die Q3-Zahlen, die sind eigentlich ganz ordentlich ausgefallen, aber haben den Anlegern irgendwie nicht gereicht. Aber jetzt arbeiten wir uns da auf jeden Fall wieder nach vorne durch. Jo. So, jetzt aufgepasst. Netflix hat gesagt, also, der Start von Disney Plus hat bei uns überhaupt gar keine Spuren hinterlassen. Jedenfalls nicht, wenn wir unseren App-Downloads glauben. App-Downloads sind wichtig, weil darüber wird ja die Netflix-App aufs Smartphone und Tablet runtergeladen und dann können die praktisch recht gut bei Netflix abschätzen, ist das jetzt weniger geworden, ist es deutlich weniger geworden, scheint eben nicht der Fall zu sein. Bedeutet aber natürlich auch nicht, dass die schon hier über dem Berg sind, denn ich habe ja auch heute Morgen gesagt, das ist kein Sport, da geht es nicht darum, jetzt starten wir alle und dann rennen wir los und ein paar Monate später schauen wir, wer übrig bleibt. Nein, das wird ein Marathon und da wird es um den Content gehen. Netflix hat Content und sie machen auch guten Content und der ist eben sehr teuer. Also muss man schauen, wer am Ende überbleibt. Sie sind halt verglichen mit anderen Anbietern, Disney beispielsweise, ja doch recht teuer. Und sie refinanzieren ihre Ausgaben durch die Ausgabe von Anleihen und die sind halt eben relativ hoch verzinst. Also das ist ein Problem, irgendwann schauen wir uns das mal genauer an. Jetzt strebt die Aktie erstmal in Richtung 200-Tage-Linie mit dem kleinen Sprung hier über diese, müsste das vielleicht noch ein bisschen einen Ticken über, ja, aber ich glaube, es reicht trotzdem. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen, wenn der Markt weiter passt, dass wir in Richtung der 200-Tage-Linie mal anlaufen werden, das ist etwa bei $330, also hätten wir 10% und dann wird sich entscheiden, reicht es aus, reicht die Marktdynamik, reicht die positive Einschätzung aus, dass die Aktie drüber geht oder fallen wir wieder zurück, da müssen wir ganz einfach dann noch vermutlich die kommende Woche abwarten. Home Depot, da müssen wir gar nicht mehr abwarten. Ja, die haben heute Morgen Quartalszahlen gemeldet und die sind schlecht ausgefallen. Machen wir es kurz. Das ist die größte Baumarktkette in den Vereinigten Staaten. Und vorbörslich geht es ja für die Aktie, ich weiß es nicht, waren es -5%? Müssen wir mal schauen, schlägt gleich um. -5,4% ist der Eurochart. Geht es hier nach unten, was passiert? Same-Store-Sales, wichtige Kenngröße im Einzelhandel, sind gewachsen um 3,6%. Das ist natürlich erstmal ein positives Zeichen, aber nicht, wenn man über 4% Wachstum von Seiten der Analysten erwartet hatte. Und nachdem Home Depot eigentlich seit, ich hasse das Wort eigentlich, aber ich habe es jetzt wieder benutzt. Also seitdem Home Depot seit Beginn des Jahres, seit Jahresbeginn also, hier von knapp über 140 sich mittlerweile auf 210 hochgearbeitet hatte, das ist natürlich schon ein ordentliches Pfund, dann sind die irgendwann ja, verdammt zur Perfektion. Ja? Und dann reichen 3,6%. Es waren 3,6, genau, reichen 3,6% Wachstum auf der vergleichbaren Fläche eben nicht mehr aus. Dann kommt die Abstrafung. So, und jetzt können wir uns dann mal anschauen, ob es vielleicht so im Tagesverlauf tatsächlich hier auf Höhe dieser horizontalen Unterstützung auslaufen wird oder ob wir vielleicht sogar noch ein Stückchen drunter tauchen und dann hier mal wieder die aufsteigende 200-Tage-Linie in Angriff nehmen. Technisch ist da relativ wenig passiert. Ja, muss man sich auch noch keine Sorgen machen. Wir haben genügend Luft nach unten, können das Ganze abfedern, hätten natürlich auch noch dann die Haltelinien aus diesen ganzen gleitenden Durchschnitten. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, es ist ja trotzdem Wachstum produziert worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt hier in einem Kursmassaker irgendwie widerspiegeln wird. Es wird nach unten gehen und dann wird sich die ganze Geschichte irgendwann fangen. Boeing scheint sich momentan auch zu fangen. Ja, zumindest bei der Dubai Air Show, da haben sie Aufträge bekommen. Sie hatten ja gestern schon ein paar gemeldet. Heute kamen weitere dazu. 50 737 Max wurden bestellt. So, 30 davon von Astana Air, genau. Der Deal etwa so $3,6 Milliarden. Allerdings sind das die Listenpreise. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie teuer ist denn eigentlich so eine 737 Max? Also es fängt bei 100 Millionen an und geht dann hoch bis etwa 130 Millionen. Also wenn ich mir das Ganze anschauen würde, 3,6 Milliarden, wäre 120, dann wären wir irgendwo bei der 737 Max 8, denke ich, 8 oder 9. Spielt eh keine Rolle, weil den Preis werden die vermutlich gar nicht zahlen.
Boeing muss ja aus dem Quark kommen, damit die überhaupt ihre Auftragsbücher, die sind natürlich gut gefüllt, aber für die 737 MAX, mit der haben sie ein Problem, die ist gegroundet und deshalb natürlich auch so in Mitleidenschaft gezogen worden, was das Image betrifft. Ich kann mir gut vorstellen, in der Luftfahrt, also in der Flugzeugindustrie, sind hohe Nachlässe ohnehin bei größeren Bestellungen gang und gäbe. Also da reden wir von mal 50%, die da eben hinten runterfallen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht noch mal aggressiver unterwegs waren, um diesen Auftrag an Land ziehen zu können. Nicht bewiesen, meine eigene Meinung. Aber es ist auch so, dass sich die Fluggesellschaft hier tatsächlich das Recht vorbehalten hat, den Deal zu stornieren, wenn die Regularien, also wenn diese ganzen Überprüfungen der 737 dann nicht ein bestimmtes Ergebnis bringen. Und ich nehme mal an, dass sie flugsicher sind, wäre vielleicht ganz sicher, wäre vielleicht ganz wichtig. Und dass sie noch irgendwas anderes ausgemacht haben, dass sie sagen, okay, wenn wir kaufen und wenn wir selbst zu günstigeren Preisen kaufen, dann muss die Maschine in tadellosem Zustand sein. Kann man ja eigentlich von vornherein erwarten, war aber offensichtlich nicht so. Also, wir haben diese lange Seitwärtsbewegung, Dead Money muss man da sagen, seit dem Frühjahr eigentlich, also hier spätestens ab April, ist genau das passiert, was wir gesagt haben, oder nicht, was wir gesagt haben, aber wir haben ja gewarnt davor, da reinzusteigen, reinzugreifen. Damit ist einfach momentan nicht zu gewinnen und zu verdienen, weil auch die Auswirkungen überhaupt noch nicht klar sind. Alibaba, da sind die Auswirkungen jetzt etwas klarer, nämlich das, was den Börsengang in Hongkong betrifft. Da werden die Bücher nämlich früher als gedacht, geplant, zugemacht. Also, Instis konnten ja ihre Gebote abgeben und es wurde auch ein Teil der Aktien wird auch vorgehalten für Privatinvestoren, allerdings nicht allzu viel. Und offensichtlich einen halben Tag früher, als man das Ganze geplant hatte, werden die Bücher zugemacht, weil es so gut gefüllt ist, dass sie gesagt haben, das reicht uns hier locker aus, um diese 500 Millionen Aktien, die ja in den Markt kommen sollten, plus den Greenshoe offensichtlich, ich weiß nicht, das waren 50, 75 Millionen weitere Aktien, um die ebenfalls noch zu platzieren, bedeutet im Umkehrschluss, Alibaba fließen etwa 13,8 Milliarden aus der ganzen Geschichte zu und dann soll auch da ein Strich drunter gemacht werden. So die ganz große Knallermeldung ist das jetzt für mich nicht. Es zeigt aber, die Nachfrage auch institutioneller Anleger nach großen chinesischen Tech-Konzernen ist ungebrochen hoch momentan. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sollte Donald Trump mal irgendwann mit dem Gedanken gespielt haben, hier wirklich Restriktionen, Kapital, Verkehrskontrollen, wie auch immer, einführen zu wollen, um den Chinesen eins mitzugeben, dass das wirklich problematisch werden würde. Weil die ganzen US-Firmen dann beispielsweise, die schon investiert sind, die müssten ja dann raus aus den Positionen. Also was da an Kapital vernichtet würde, ich kann mir gut vorstellen, das wird nicht passieren. Ja, es wird einfach nicht dazu kommen und dann können wir auch dieses Gespenst aus der Vergangenheit von vor ein paar Wochen, können wir vielleicht auch mal ad acta legen. Uber würde gerne irgendwie mit seiner Vergangenheit abschließen, habe ich so das Gefühl, zumindest wenn man die jüngere Vergangenheit sich anschaut. Klar, hohe Verluste, vielleicht erst 2021 gewinnen, dann das ist natürlich das Problem mit der Stimmung insgesamt für die Fahrdienstleister, hoher Wettbewerbsdruck. Jetzt neueste Nachrichten zeigen, Kalanick, also der Gründer von Uber, hat mittlerweile Aktien im Wert von 900 Millionen rausgekegelt, was ich natürlich verwunderlich finde auf dem Niveau. Auf der anderen Seite, okay, er hat ja ein anderes Baby gerade am Start, ein anderes Startup, Startup-Baby. Ja. Das heißt, er braucht vielleicht einfach noch mehr Geld, um seinem neuen Hobby danach zu gehen. Weshalb ich das eigentlich ganz interessant finde, ist, also jetzt nicht nur Uber, sondern ich habe ja auch noch Lyft mit dabei, schauen wir uns auch ganz kurz mal an. Lyft, genau. Das sind ja eigentlich so die beiden größten Fahrdienstanbieter oder Fahrdienstleister in den USA. So, und in China, da gibt es ja ebenfalls ein Äquivalent, also ein vergleichbares Unternehmen, das nennt sich Didi, ist eines der größten Unicorns überhaupt. Ich glaube, das drittgrößte Unternehmen in China derzeit, was die Bewertung betrifft, 60 Milliarden etwa, also unter den Unicorns. Am Anfang ist Alipay, dann kommt TikTok, also ByteDance und jetzt ist es dann Didi. An Nummer 3. Und die haben angekündigt, jetzt kommen wir nämlich zum Wesentlichen, die haben angekündigt, sie wollen in Shanghai jetzt Robotertaxis auf die Bahn schicken. Und zwar nicht erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr in 3 Jahren, sondern sehr bald. Und das bedeutet, wir haben die nächste Evolutionsstufe vielleicht hier schon bei den Fahrdienstleistern erreicht. Das heißt, also einmal die Plattform, die Fahrer und jetzt Robotertaxis. Und das wäre ein Punkt, in dem wir zu dem wir dann wirklich sagen könnten, okay, wenn jetzt diese selbstfahrenden Taxis auf die Straße gebracht werden, dann könnte tatsächlich das mit der Profitabilität sich deutlich aufhellen. Ganz klar deshalb, weil der Faktor Mensch würde rausgenommen als Belastungsfaktor, weil er Kosten verursacht, also die Fahrer in dem Fall. Und dann wäre natürlich sicherlich ein neuer Preiskrieg zu erwarten zwischen Lyft, Uber
und vielleicht auch die, wenn die irgendwann mal in den Markt reinbringen sollten, mitmacht. Aber es wäre auf jeden Fall Luft da und man könnte da auch irgendwie so einen Silberstreif am Horizont sehen. Solange ich ein Fahrrad drin sitzen habe, ist irgendwo unten bei den Mindestlöhnen, dann mehr kann ich nicht machen. Ja, die Mindestlöhne, die kann ich nun mal nicht absenken. Ist ja auch gut so. Beyond Meat, die habe ich nicht deshalb dabei wegen dem spannenden Kursverlauf. Der erinnert mich eher an irgendeinen Veggie-Burger, den ich mal gegessen habe. Der war nämlich ähnlich fad, ja, so wie das hier seit November. Aber da gibt es was anderes, und zwar in China. Also Firmen wie Beyond Meat, müssen Sie sich vorstellen, die suchen natürlich nach neuen Märkten. Impossible Burger, die schauen schon nach China rüber. Beyond Meat schaut ebenfalls nach China rüber. Und die sagen ganz einfach, mit der Technologie, die wir haben, spricht überhaupt nichts dagegen, dass wenn wir das Go der Behörden haben, wir auch diesen Markt für uns erobern. Aber Vorsicht, in China wartet heftige Konkurrenz, denn ebenfalls seit einigen Monaten ist das eines der großen Themen. Weshalb ist es ein großes Thema? Weil ein Teil der Schweineherde gerade dahin sieht, hingerafft von der Schweinepest, und zwar ein ziemlich großer Teil, ich glaube, Schätzungen gehen von einem Drittel der kompletten Herde aus. Und also das Thema in China ebenfalls momentan weit nach oben gebracht. Und ich habe Ihnen da mal eine Grafik mitgebracht. Es gibt übrigens auch börsennotierte Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Jetzt sehen Sie, das nennt sich, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil ich mir, Jinzi Ham heißen die, glaube ich. So, Jinzi. Jetzt sehen Sie hier den Kursverlauf. Und was Sie hier sehen, war die Ankündigung des Unternehmens, dass man jetzt auch Fake Meat herstellen möchte. Das waren 58% innerhalb kürzester Zeit. Also, es gibt dieses Bewusstsein in China. Der Markt ist übrigens jetzt schon, also nicht alleine der für Fake Meat, aber alles, was eben fleischlos ist, der ist jetzt schon bei knapp 10 Milliarden Dollar, ist in den vergangenen 5 Jahren, denke ich, um 33% auch kräftig gewachsen, wird weiter wachsen. Also 2021, muss ich nachschauen, hatte ich mir aufgeschrieben, 2023 wird bereits ein Volumen von 11,5 Milliarden Dollar erwartet. Natürlich die Herausforderung ist, Beyond Meat und Impossible Burger, die versuchen natürlich hier irgendwie, Impossible Foods, die versuchen natürlich irgendwie hinzubekommen, dass das alles einen Rindergeschmack hat. In China würde man damit stranden, weil die Chinesen Schwein mögen. Und sie mögen das jetzt auch nicht so als Patty, sondern als ja, irgendwie so in ihren Speisen halt nun mal untergebracht. Und das könnte natürlich Herausforderung werden. Aber die Amerikaner haben bereits gesagt, wir haben eine Idee, wir könnten das angleichen, wir würden das hinkriegen, wir wollen das auch. Also irgendwann könnte es interessant werden, wenn Beyond Meat, Impossible Foods, wenn die irgendwann dann rüber nach China gehen und versuchen, hier Marktanteile zu kriegen. Wäre für mich auf jeden Fall mal ein ganz klarer Beleg, okay, die sind here to stay, die wird es morgen auch noch geben. Und die Nachfrage, das ist ja ganz wichtig, die Nachfrage ist da und wird vielleicht jetzt auch so ein bisschen getrieben dadurch, durch einige Katastrophen, und sei es nur die Schweinepest. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle hier wieder. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.